reparierbar im Ganzland Flickenstadt wegwerfen, das Agibock das zweite Jahr. Und wir sind am 8. Januar, am 1. Tag 22 dabei gewesen. Nicht gerade anmächerlich zum Rausgehen. Am Morgen um 8. Uhr ist es geschnäfelt, es war etwas kalt gewesen. Wir können auch nicht, dass nicht ein Haufen Leute herkommen. Aber die Leute, die sich angestrengt haben, alles gegeben. Bierflasche habe ich gehört, ja gut, aber es ist mehr als um Bierflasche gegangen. Das sind die ehemaligen Lehrer, der Köbi. Also man kann hier wirklich als Seniorin, als Senior mitmachen. Völlig egal, was man braucht, was man kann. Die Fachleute natürlich sind immer beliebt, das ist ganz klar. Wenn sie sich anmelden, weißt du? Wir sind zuständig für einen Kaffee, hä? Ja! Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hä? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hä? Die Maler machen einen Kopf vergessen Lärm. Man sagt noch immer ein paar Frauen, aber das ist ganz anders. Männer, gell? Ja, das ist immer so. Was meinst du? Der Liste? Ausdrucken, ja, der Harry. Ja, nur einmal ein Satz, ja. Einmal ein Satz. Ja. Und dann ist alles stiller geworden. Sie mussten sich müssen konzentrieren. Die Logistik spielt eine grosse Rolle. Was kommt rein, wo geht es her und wie geht es dann wieder raus? Das ist übrigens ein Körper, wo man das Geld reinwerfen kann. Und das ist eben der Logistiker quasi. Für was ist es, das ich lebe? Das ist ja so. Das Reparaturblatt. Da kommt eine Nummer drauf. Und gleichzeitig ist, wenn man dann eine Reparatur annimmt, kommt noch ein Kleber als Objekt. Weil am Mittag kommen die Leute das holen und jetzt sollten wir noch wissen, was immer gehört zwischen dem Papier und dem Objekt. Ist ja gar nicht einfach, gell? Ja, das ist noch die Idee von mir. Das heisst, ich habe das im Beruf auch immer wieder anwenden, wenn ich Messereien noch machen haben müssen. Dann hast du die Autoobjekte nummerieren, das weisst schon, wie das Resultat zu Ende gehört. Was heisst dein Beruf? Was war dein Beruf? Ja, zuerst habe ich Strom erklärt und dann habe ich das als ziemlich grosse Herausforderung gefunden. Und dann habe ich gedacht, machen wir Elektronik. Und da kannst du es da noch anwenden? Das? Ja, ich bin als Aushilfe, als ich dann noch mal am Eingang beurteilen kann, kann man es reparieren und bin eben, wer es reparieren kann. Und sonst kann man irgendwie aushelfen, wenn man irgendwo eng hat, oder? Vor allem Elektrik und Elektronik. Oder? Inzwischen war es 8:30 Uhr, manchmal war es eingerichtet und dann eben hat es Gespräche untereinander gegeben. Wo hast du vorher gearbeitet? Was kannst du? Was ist dein Spezialgebiet? Ja, eben eigentlich alles. Alles so aus dem Elektro. Elektrisch hat mich immer. Aha, ja, ich habe mechanisch praktisch nicht mehr gemacht. Immer noch elektrisch. Ja, jetzt bist du wieder jemand am mechanischen Sachen machen, da, wo du etwas flicken musst. Aber wir haben schon den Strom angetan. Ja. Strom. Morgen wieder an. Ja. Und dann sind Frauen gekommen. Kaffeefrauen sind das nicht gewesen. Also hat mich interessiert, was machen das die Frauen. Der Sepp hier rechts hat es freundlich begrüßt und mir ist interessiert. Gehen wir rauf, hä? Textilarbeiterinnen, was heisst denn das, Textilarbeiterinnen? Was wollen ihr machen? Hosen flicken. Rissverschluss rein tun, Hosen flicken, Hemper kürzen, Krägen kehren. Ja, alles, was Textil ist. Und dann haben wir die Maschine dazu? Haben wir die Maschine dazu, ja. Ja, dann los, hä? Jawohl, jetzt gehen wir einstellen. Wo kommst du? Kommst du direkt von London? Jawohl. Was riecht es jetzt ein? Was hast du alles da hinten in der Kiste? Elektrisch? Elektrisch. Aha. Und was machst du denn da? Ja, einfach flicken, was ich kann. Und den Rest lässt man hocken. So ist es, apropos Hocken, man kann wie Kaffeestube hocken. Für die Sicherheit ist auch gesorgt. Das muss ja alles eben seine Richtigkeit haben. Und es wird ja jedes Mal wieder neu eingerichtet, ja, die Kaffeestube. Wenn jemand muss warten, also das lockt natürlich auch Leute an, die nichts zum Reparieren haben. Einfach zum hierher kommen, zum zu verweilen. Hier. Alles selber machen? Alles selber gemacht, ja. Das sind immer die Besten. Ja. Die, die man selber macht. Ja, jetzt hast du schon repariert. Gut wieder, he? Ja, schon geklickt. Eben. Patronen sind eingetrocknet. Druckerpatronen eingetrocknet. Manchmal sind es ja kleine Sachen wieder zum Erfolg führen. Hier übrigens könnte man Veloflicken lassen. Die muss ich neu schauen im Ordner. Weißt du, ja, der Reparaturzettel ist steht. Etwa von 100 Hz, weißt du? Ja. Wo ist wo? Das ist gerade so ein Gegenstand, der entgegengenommen hat. Der ist kaputt. Der da? Der geht in, ja.
Das ist ein Wasserkocher, der undicht ist. Da muss man leimen. Ich habe vorher aber etwas gehört von Bier. Habt ihr geredet? Ihr hättet gerne ein Bier? Ja, ist noch zu früh. Nein, ist noch zu früh. Nein, kommt jetzt schon noch. Ja, im Moment ist noch zu früh. Ein Bier. Hose kürzen. Das ist. Wäre noch die Lampe. Jetzt nimmst du das hier an, die Hose kürzen. Ja. Und nachher? Ja, ja. Hey, schau mal, das sagst du. Was ist mit der? Stellst du es her? Ja. Cool. So, ich soll entgegennehmen. Und jetzt sind wir hier eingetragen worden. Die Lampe ist defekt. Und jetzt geht es zum Kriegen. Da tut es so in der Liste an der Faser und dann geht es an den Reparaturplatz. Bei Textilien sollte man die nicht mehr anstecken, weisst du? Okay, das merken. Woher kommst du mit dem Wurst, mit diesen Hasen und dem Hemd? Woher ist das? Die haben jetzt jemanden von Filters gegeben. Aha. Ich will es nicht mitnehmen, weil die nicht mehr so beweglich sind. Aha. Und das Hemd muss man flicken und die Hasen kürzen? So, ja, genau. Und die Lampe muss man auch flicken. Genau. Wir machen die Hasen. Was? Wir müssen entschuldigen, dass wir hier da noch etwas Spezielles machen heute. Ist vor allem, wie das neue Jahr angeht, und ich will mit zwei Sätzen zurückschauen. Ihr habt das letzte Jahr toll gemacht. Wir haben wirklich mit euch richtig Freude bekommen und die Leute schätzen das. Ich werde überall angesprochen, was die reparierbar alles bringt und kann. Übrigens ist vorgestern im Rundschau selbst das Thema Flicken und Wegwerfen auch gekommen. Ich hätte fast viele schreiben, hätte ich hierher kommen mit dem Hans-Jörg zusammen und heute eine Aufnahme machen. Spass beiseite. Mit dem gleichen Elan möchte ich eigentlich auch ein neues Jahr wünschen, dass ihr gesund bleibt und weiter so toll mitmacht. Und es würde mich freuen, wenn wir so weitermachen können. Mit oder ohne Konkurrenz, wir schaffen das, wir sind besser. Heute ist das Fernsehen da. Am nächsten Montag, man höre und staune, habe ich ein Interview mit dem Radio SFR. Es kommt etwas in die Musikquelle, fragen mich nicht was. Das Interview wird am Montag stattfinden und dann soll es nachher einmal kommen in die Musikquelle. Ich schaue leider das ganz selten rum, und ich denke, ich darf schon etwas sagen. Ich verstand mich dann gleich nicht. Nochmal ganz herzlichen Dank und hoffe, es gibt heute wieder einen gefreuten Tag. Und bleibe gesund. Danke. Aha, das kommt ja noch. Es sind auch schwierige Verhältnisse heute Morgen. Ah, aber ja. Jetzt bist du ja da. Ja, das ist ja die Hauptsache. Ich bin 10 Minuten eingerichtet. Oder? Du als Töffelbub, hast du mal ein bisschen verspätet? Bist du im Schnee stecken geblieben? Ja, ich hatte ein Fiat Cento vor mir, der so langsam gefahren ist, von Wahlenstadt. Also, dann geht es halt ein bisschen länger. Und da unten auch müssen schaufeln. Aber sonst hast du Töffel eingestellt jetzt im Winter? Ja, ja, jetzt kommt der Fasnacht wieder, dann geht er wieder etwas. Wenn ich auch nichts ist, oder? Ja. Das ist ja so schlimm, aber es geht schon. Und was machst du jetzt da? Was machst du da? Ja, ich bin in der Schlosserei, weißt du, wenn einer die Schweizer hat, oder ja, einfach so. Universell. Apropos universell, das ist ein universeller Kleber. Oder vielleicht gleich nicht, also sie sind hier am Pröbeln gewesen, weil es ist der richtige Leim hinten dran gesehen, der Kaffeekrug, der ist undicht gewesen. Was hast du für ein Problem da? Ein Leimproblem? Aha. Kleber. Was ist denn da für eine Brille? Ja, das dort vergrößern. Aha. Fünfmal mehr, fünfmal grösser machen. Das ist Elektronik, das ist Elektrik, das ist Textil, da wären Holzsachen, oder? Und dann hast du ein bisschen den Überblick, gell? Was, da was haben wir den Überblick, genau. Ist langsam auf die 9 zugegangen, letzte Handgriff im logistischen Bereich noch, und dann sind schon die ersten Reparaturgegenstände gekommen, hier eine Jura-Kaffeemaschine. Tut sie gerne nicht mehr. Mal, aber in den fünften Kaffee geht das Wasser hinten, aber nicht durch den Kaffee, aber geht hinten. Aber können wir leider nicht machen. Die richtige Einschätzung ist natürlich auch wichtig. Nicht etwas vormachen. Eine Jura-Kaffeemaschine, vielleicht ist noch Garantie drauf, vielleicht hat man den Ersatzteil nicht. Jetzt noch Schnee.
Das ist sauber, das ist voll nachgekommen. Genau, das ist Bioschnee. Also, genau. Weißt du, was trinke ich hier? Hast du mir das Hose, Nummer 9 jetzt? Da so bin ich. Zwei Hosen zum Kürzen. Ja. Kurze draus machen. Und da habe ich eins. Knopfloch, nicht gut. Jawohl. Ja, eine Hose. Ja. Okay. Zwei Hosen. Ja. Drei. Drei sogar. Ja. Du bist der Stefan, wie er meint. Zinsli. Und so ist ein Gegenstand nach dem anderen, eine Arbeit nach der anderen eingetrudelt. Und ich konnte dann mit dem Sepp Dietrich reden. Ja, ich habe mir überlegt, als ich pensioniert worden bin, dass ich eigentlich noch etwas machen will. Und zwar habe ich gedacht, ich will für die Jungen etwas machen. Ich habe ein paar Projekte für die Jungen und für die Alten. Und dann ist mir das mit dieser Umweltschutzproblematik fast ein bisschen prioritär geworden. Und dann habe ich gedacht, wenn wir ein paar Handwerker finden, die kompetent können, so Sachen reparieren können, wäre doch das eine Sache. Und mit anderen zusammen, unter anderem der Bruno, der ist meine rechte und linke Hand, er macht sehr viel. Danke vielmals, Bruno. Habe ich dann noch Handwerker gesucht, die in anderen Bereichen etwas machen könnten. Und so haben wir gefunden, wir könnten den aktiven Beitrag zum Umweltschutz bringen. Es war dann am Anfang nicht so ganz einfach gewesen, vor allem weil wir ja Räumlichkeiten haben gebraucht, haben auch Finanzen gebraucht, aber wir haben es mit dem Einsatz von allen haben wir dann das zusammengebracht. Die Idee ist, einerseits möchte ich, wie ich gesagt habe, aktiven Umweltschutz machen, aber ich möchte auch Senioren, die nach der Pensionierung vielleicht viele in ein Loch fallen, aber ihre Fähigkeiten noch ausnutzen könnten, möchte ich eigentlich die aktivieren. Und so eine Dienstleistung an die Gesellschaft bieten. Der zweite Punkt ist, zu zeigen, dass wir Senioren nicht einfach nicht mehr gebraucht werden und nicht mehr nütz sind. In der Leistungsgesellschaft ist das immer ein kleines Problem. Und der dritte Punkt, haben wir festgestellt, und Studien bestätigen das, dass jemand, der noch gebraucht wird, bleibt auch länger gesund. Und der letzte, aber nicht der unwichtigste Punkt ist, wir haben ein paar Käferli, ein Stübli machen, damit auch das Soziale zum Tragen kommt. Mittlerweile haben wir sogar Leute, die bringen nicht einmal einen Gegenstand zum Flicken, sondern ich höckle einfach hier zu uns, an dem Tisch, wo wir jetzt sind. Und wir haben ja wirklich eine tolle Kaffeebar, die von Frauen auch ehrenamtlich und gratis, wie wir alle, hier mitarbeiten. Es ist ein Schneegestöber, schlechtes Wetter. Es ist 9 Uhr, kurz nach 9 Uhr. Wir sehen jetzt, die ersten sind bereits eingetrudelt dort hinten. Also, es ist, glaube ich, ein Angebot, das wirklich beliebt ist. Wir hatten vorher eine Kaffeemaschine. Das ist garantiemässig, kann man das nicht flicken. Dementsprechend jetzt aber ein Haufen Hosen, Hemden zum Flicken, es sind elektronische Sachen, eine Lampe, die schon reingekommen ist. Also ich glaube, es ist wirklich ein Angebot, das auch auf sehr, sehr viel Resonanz stößt. Also wir haben ja wirklich ein breites Angebot. Wir haben Elektronik, elektrisch, Metall und Mechanik, Holz, Textil und Velo. Die Sachen sind sehr unterschiedlich in der letzten Zeit. Ist immer wieder das Elektrische und die Elektronik und Textil im Vordergrund. Wir haben in der letzten Zeit, wir haben ja seit dem März können anfangen wegen der Corona, haben wir bis 60, 70 Kunden gehabt an einem Samstag. Bruno, du bist Geschäftsleitung. Was heisst es das da? Ja, also ich bin in der Geschäftsleitung. Ich bin da zuständig, dass der Ablauf einigermaßen stimmt. Ich bin mit der Schule immer im Kontakt, mit den Lehrern und mit der Gemeinde. Dass wir die Lokalitäten können antreten und nachher auch wieder sauber verloren bin ich verantwortlich und auch für die Sicherheit jetzt mit Corona. Die Sachen hängen an mir. Wo bist du vorher gewesen, früher, als du noch kein Pensionist warst? Ich war bei der Eisenbahn, beim Bahnhofvorstand gewesen, bei der SBB und nach der Pensionierung wollte ich etwas machen, auch für die älteren Leute. Ich bin auch einige Zeit bei den pensionierten Eisenbahnern im Vorstand gewesen und habe dann eben die Senioren für Senioren gegründet. Ich bin Mitglied von der Alterskommission von der Gemeinde Sagans und mit diesen Altersfragen eigentlich
Ja, sehr bewandert. Jetzt kommt ja auch ziemlich viel, wenn wir jetzt mal von den Menschen wegschauen, von den Gegenständen her, auch ziemlich viele alte Sachen vielleicht rein, die man wieder flicken kann. Das ist eigentlich noch sinnvoll, oder? Dass man so etwas nicht einfach wegwirft, oder? Ja, das ist sehr sinnvoll. Es macht mich etwa mal ein bisschen hässig, dass man heute einfach nur noch Sachen macht, wo man braucht eine Weile lang und dann wirft man sie weg. Das ist eine Ressourcenverschwendung ohne Gleiche. Aber heute ist einfach zu viel Geld rum. Darum kann man das auch machen. Hast du Zahlen? Weißt du, wie viele so Sachen schon dahergekommen sind? So? Also an den 8 Veranstaltungen, die wir letztes Jahr hatten, sind wir gegen die 400 Sachen, die durch unsere Hände gegangen sind. Also etwa 400 Kunden, die uns Sachen gebracht haben. Und das alles immer in einem halben Tag? Also 50 Leute quasi in einem halben Tag? Ja, schon ungefähr im Schnitt etwa 50 Leute sind da gekommen, ja. Da braucht eine recht grosse logistische Leistung und natürlich auch Know-how. Also die das flicken, sind sehr oft natürlich auch Fachleute, oder? Nehme ich an. Das sind eigentlich alles Fachleute von denen. Das sind pensionierte Elektriker, Elektroniker, Metallfachleute, Holzfachleute, Schreiner und auch Veloreparaturen macht auch ein Fachmann in erster Linie. Und so auch solche, die einfach das schon als Hobby betrieben haben. Und was passiert jetzt, wenn ihr es bis zum Mittag nicht flicken könnt? Also Teilsachen, gerade beim Holz ist es so, dass es ein bisschen schwierig ist. Dann hat es etwa die Reparateure, die das dann vielleicht noch mit heimnehmen und die heimflicken und das nächste Mal bringen. Oder die Leute verständigen, dass sie es bei ihnen abholen können. Was zahlt man, wenn man daher kommt? Also im Prinzip sind die Reparaturen gratis. Wir bieten das gratis anbieten. Wir sind aber sehr froh, wenn die für je nach Wert, wo sie dem zumessen, den Betrag in unser Körbchen legen, wenn sie es abholen. Und wenn es offen ist, das sieht man auch online. Da haben wir so wie eine Webseite auch, gell? Wir haben eine Webseite, jawohl. Die blenden wir dann ein, genau. Jawohl. Und da sind alle Angaben drin, wenn das vom ganzen 2022, wenn das wir geöffnet haben, was wir anbieten tun, alle diese Sachen sind dort auf der Webseite einsehbar. Und natürlich eben auch jetzt halt hinter den Masken, wir beide, du, ich, also mit dem Schutzkonzept, also insofern schaut man auch für die Sicherheit, für den Leuten, die herkommen, das auf die gesundheitliche Sicherheit. Also das ist uns natürlich sehr wichtig, dass wir da nicht als Hotspot produzieren für Corona. Also das ist uns erstens schon wegen unserer Mitarbeiter und auch der Kunden schauen wir da. Was machst du da? Grunddaten einstellen. Aha. Ja. Heb da schön. Das ist einmal eine Herausforderung, gell? Meistens schon nach Büchli. Aha, gut. Und wenn du es dann richtig eingestellt hast, sollte dann etwas kommen, he? Das ganze System einstellen, ja. Was geht's da? Ja, der ist undicht hier. Ja. Bei der Anzeige. Aha. Jetzt habe ich hier mit Uhu Alleskleber probiert, das wieder dicht herzubringen. Jetzt muss ich noch einen Moment warten und nachher tue ich mal Wasser auffüllen und schauen, ob es immer noch drinnen dort. Uhu, Alleskleber. Aha. Das ist ein Kasten, den wir sehen, ne? Ja, das ist ein Kasten zum Abstellen. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Vor allem, weil wir so viel Geschirr für die Kaffeebar haben. Oder? Und man sollte auch jedes Mal wieder aufstellen. Dann mit dem Septietrich in die Werkstatt rein, da werden elektrische Sachen gemacht. Und wenn ihr schon mal so Platinen in der Hand habt, dann wisst ihr, wie schwierig das ist, da um einen Fehler nachzugehen, wenn man kein Schema hat. Ja, keine einfache Sache. Aber dann ist es nachher vermutlich die da hinten. Das müssen wir jetzt noch genau herausfinden. Das wäre so weit. Also die ist sicher. Die sieht da aus, wenn sie gebrochen ist. Ja, die hat einen Riss. Die ist gerissen da. Da siehst du. Da in der Lampe siehst du es. Die ist gerissen. Die ist es.
Gut, wartest, bis er warm ist. Ja, jetzt muss ich noch schnell aufheizen. Ja, die, die loswerden, müsste auf dieser Seite sein. Ja, aber der, der ist angerissen. Da siehst du, die hat einen Riss, die Leute ja. Stehen da. Das. Eben, du musst ja schauen, dass er nicht rausgeht. Ja, ja. Ich denke, das ist auch geläutet. Das ist ein Vorschallgerät für ein E-Bike. Ah, das Ladegerät. Das Ladegerät eigentlich. Und da hat er eben, das löst nach einem Moment löst er aus. Mit dem FI-Schalter. Und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir eben einen Kondenser entdeckt, der los ist. Das Weiss ist ein Hinweis auf eine kalte Lötstelle. Und jetzt probieren wir das zu beheben. Und dann testen wir, ob wir Erfolg haben. Ja. So, jetzt. Die sind ja zusammen auf der gleichen Ding, auf der gleichen Bahn. Ja, da hebt er noch. Und jetzt müssen wir den zwei Fuß noch. Warte mal, den könnte ich dir etwas spitzeln. Das ist etwa auf der Höhe vom Ding. Da müsste wir mal. Der oder der sein. Da. Wille? Der da. Oder der da. Oder der. Ja. Schöner Kegel muss es geben. He? Den noch einen ja. Hebt er. Ja, gut. Jetzt probieren wir ihn, hä? Da wollen wir den Blech an, du Kühlblech. Wenn du keinen Ast hast, glaube ich, geht's. Hä? Müssen wir mal einen Moment warten. Eben. Tele, Achtung da. Thierry, hast du jetzt hier wollen? Aber nicht das ganze Kabel wechseln, oder? Hast du etwas gefunden an dieser Lampe? Ja, das Problem ist, der Kippschalter ist kaputt. Aha. Aber er sagt jetzt gerade, er hat ein dreioderiges Kabel, dann könnten wir das dreioderige Kabel rein tun, könnten hier auf die Erde fahren, weil es ein Metallgehäuse ist. Dann ist eine saubere Sache. Und dann hätten wir eine saubere Sache. Was ist hier deine Arbeit? Meine Arbeit ist hier ein Kragen kehren. Hoi. Neuer Kragen. Ja. Dann ist der nachher wie neu. Bist du gelernte Schneiderin? Nein, das ist mein Hobby. Hast du nie etwas bekommen, das etwas schwierig ist? Hast du Reissverschluss, Kragen, Kehren und so weiter? Reissverschluss jede Woche. Oi. Ja, ja. Aber dann ist das Hobby etwas, das du noch viel ausübst. Weil ich ja. Immer üben. Ja, ja. Schon seit 40 Jahren. Sonst kann man es nicht. Ich komme nachher, Sepp, gell? Dann wärst du der Josef nicht. Und du steckst da die Länge ab, oder? Ich tue ein paar Hosen rum. Ich habe sie abgeschnitten, weil er sie kurz will. Aha. Und das musst du abstecken? Jetzt stecke ich einen Saum stecken und den nachher nähen. Und du machst es auch hobbymässig? Nein, eigentlich war es ursprünglich mein Beruf. Ich habe Schneiderei gelernt und nachher Handarbeit, Hauswirtschaftslehrer. Und bin jetzt schon ein bisschen pensioniert. Ein bisschen, ja. Du, apropos mal eine Frage, hat mich schon mal interessiert. Was ist mit diesen Maschinen? Gibt es denn ganz, ganz viele Maschinen? Das ist elektronisch und weiss der Teufel, was man alles machen kann. Wäre es bei denen auch? Aha, ja, okay. Ja, ja, ja. Könntest du auch. Warte, jetzt tue ich eine einstecken. Oh, Georgina, ich weiss nicht einmal wo. Jetzt. Jetzt siehst du, hier hat es schon auch ja. Mit Display und allem Möglichen. Aber mit dem allein kann man das nicht, gell? Braucht nein, man, das muss Handwerk. Man muss etwas können, dass man das kann, einfach so. Aha, eben. Und man muss auch wissen, was du brauchst. Stichmässig und fadenmässig und. Es, nicht einfach. Nur allein das Display oder die Elektronik nützt nichts. Die hast du es aufgenommen, oder was? Ja, aber ich bin Sepp, schon. Hast du die aufgenommen? Ja, nein, noch nicht. Aha, und jetzt demonstrierst du, wie viel ja. Das soll sein? Ja. Die gewaschen, ja. Schon mal. Ja. Ich würde auch nicht umnehmen, die. Weißt du warum? Nein. Sonst hast du nicht dafür Hochwasser. Weißt du, wie schlimm du aussiehst? Nein, die darfst du nicht umnehmen. Ja. Drei Stunden, drei Nein, die darfst du nicht umnehmen. Ich würde wegen hinten führen, nachher ist es so wüst. Also. Weisst du, wenn sie gewaschen sind? Ich habe die Hosen nur hergebracht, damit ich die Hosen noch einmal zeigen kann. Ja. Nicht die Hosen, aber, das ist die aber es sind schöne Hosen. Gell? Ja, wirklich. Aber die passen nicht. Perfekt. Laufen mal. Vielleicht sehen wir es nämlich. Das brauchst du doch. Schau mal. Ja, die sind genau richtig. Genau richtig.
Ja, also, du, also Lisbeth, ich glaube, da ist es beim Sepp wirklich auf die um die Aufmerksamkeit gegangen. Ja, das wissen wir schon, aber wir machen ihm noch mehr. Schau, wir flicken ihm ein Hemmli. Hoi, wo hast du das? Ja, das rosa-rote. Ah, das hier, ja, ja, ja. Was bringst du heute? Ja, Sachen zum Aufnehmen, dass ich wieder für das nächste Jahr da parat bin. Als Töffli-Bub? Töffli-Bub, richtig. Die geflickten Sachen kommen hierher. Und nachher kommen ja die Leute wieder abholen. Dann müssen sie wieder dort durch. Wenn sie ein Nümmerli haben, dann gehen sie dort das Nümmerli ab. Das ist schon hier auf dem Zettel. Das wäre jetzt 36 und dann tut er es ausgeben. Und dann wären wir nicht verrückt, wenn wir ja gratis arbeiten, wenn wir dort noch etwas ins Körbchen überkommen. Was heisst etwas? Was erwarten wir so? Also wir sind da grosszügig. Es hat natürlich jemand mal schon die, die sehr grosszügig sind. Also sehr grosszügig heisst der Hunderter nicht? Nein, das haben wir eigentlich noch nie. Ja. Also ab 20 wäre es eigentlich schön. Gut. Ich meine, die sind zum Teil eine Stunde dran, oder? Ja, ja. Nur damit wir ein bisschen Grössenordnung haben, weißt du, so ein bisschen. 20 bis 50 ist je nachdem, was natürlich auch das Gerät wert ist, oder? Ja, genau. Du, was heisst, was ist hinter dir? Ich habe etwas gewonnen. Nein, was bringst du her? Ein Luftbefeuchter. Was tut nicht? Ja, irgendeine Schaltung tut nicht. Aha. Das ist eine elektronische Sache. Sepp, he? Kein Problem. He? Nein, es ist eben darum, das 14, jetzt kann sie wieder heim. Bis es geklickt ist, dann hoffen wir es. Wir hoffen es, ja, ich hoffe es. Wäre lässig. Jetzt, wie geht das weiter mit dem Luftbefeuchter? Ja, da haben wir jetzt aufgenommen, ein Reparaturblatt. Und hier ein Kreuzchen gemacht am richtigen Ort. Ich habe jetzt entschieden, dass der in die Elektrik geht. Weil er funktioniert nicht. Da wäre gerade am Seckgummi, ja? Nein, das habe ich Elektronik. Ah. Elektrik ist im unteren Stock. Dann gehen wir mit dem mal mit. Ja? Genau. Ist es dicht? Ja. Das können wir jetzt kontrollieren. Das wird jetzt gerade kontrolliert. Jetzt kommt der Wassertest. Musst du gucken, filmen da. Funktioniert nicht, hat keine Funktion. Kommt kein Damm. Filter sind mal ausgewechselt. Müssen wir ihn anschauen, vielleicht tut die Heizung nicht mehr. Kann er noch gehen? Wassertest bestanden. Aha. Nachgeklickt. Da. Da zugeschweißt. Wassertest. Cool. Ja, dann ist alles gut. He? Alles gut, tipptopp. Und jetzt geht es retour? Jetzt geht es retour. Jetzt müssen wir das Formular ausfüllen. Da. Und dann nachher wieder zurück am Empfang. Man hört es, ist Musik. Grundeinstellungen gemacht. Grundeinstellungen gemacht. Jetzt sind die Einstellungen. Ob gross oder kleine Probleme, allem geht man an und die Wartezeit, die verbringt man eben in der Kaffeestube beim geselligen Zusammensein. Tut sie? Ja, wie verrückt. Haben Sie ein neues Kabel hier? Nein, einen neuen Schalter. Einen neuen Schalter. Und eine neue Bier. Und jetzt, wohin kommt sie? Auf den Tisch dort. Aha. Und dann müssen die Alliierten selber schauen. So. Und dann kommen die Leute wieder am Mittag, he? Ja, ja. Darf ich dich zu einem Kaffee einladen? Gerne, ja. Also der Tödern ist kaputt vom Werk. Ja. Und das vom Schlagwerk wäre aber noch gut. Und können wir theoretisch die Tödern tauschen. Ja. Kannst du denn einschätzen, ob es etwas machbar ist? Oder? Ja, das dem der Mechaniker bringen wir das. Ja. Aber nachher. Und die können das mal anschauen und dann ja. Könnt ihr selber entscheiden, ob es reparierbar ist oder nicht. Das ist ein Staubsauger, Roboter-Staubsauger. Jetzt geht das. Staubsaugerroboter, die haben meistens das Problem, dass die irgendwo einen Monat, zwei rumgelegen sind und ein Lithium-Ionen-Akku ist dann in der Regel schnell im Himmel. Aha. Und jetzt probieren wir das auszumessen. Vermutlich ist das Problem bei denen immer der Akku. Darum bin ich persönlich auch sehr Freund von so Akkugeräten, weil die landen meistens dann im Müll und eben, das ist ja da, wo wir eigentlich eben nicht will. Jetzt hast du gleich schon eine rechte Liste da, Köbi, ja? Ja, ja, ja. Aber es ist jetzt heute schon etwas angehaft. Das Wetter hat sicher einen Einfluss. Genau. Was jetzt nicht gerade so viel kommen. Hoppla. Ja, sieht noch relativ gut aus, so rein. Aber eben, das Problem ist meistens da drin. Der Akku. Das ist jetzt der Luftbefeuchter, gell? Ja. Hui, habe ich jetzt etwas gedruckt? Ja, nein. Cool, das sind ja so. Hoch. Ja. Hast du schon
Fehlerquelle im Verdacht. Ja, nicht wirklich, nein. Man ist ohne Schema, ist halt immer schwieriger. Genau, ja. Etwas rauszufinden. Zwei Drittel ist er am Laden. Da lerne ich auch direkt kennen, gell? Das ist so, ja. Das ist so. Und weil ich einmal im Brockenhaus auch in dieser Abteilung arbeite, wo Küchengeräte und Zeugs kommt, weiss ich, fängst ziemlich genau jemanden, wo die Probleme sind. Und es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sich dann ein bisschen damit so gerät, früher oder später ein bisschen auskennt und auch jemanden weiss, wo die Fehlerquellen sind. Und eben, wenn auch ein paar gute Fachleute zur Hand sind, dann kann man natürlich dann da dieser Sache schön auf den Grund gehen und kann auch die Fehlerquellen eruieren. Dann sieht man, was man kann flicken, respektive nicht kann flicken. Kann dann auch am Kunden sagen, wer das und das anzeigt, mit dem Hinweis, dass wir dann auch auf Fachgeschäfte verweisen. Oder? Weil die Meinung ist, wir wollen ja nicht das lokale Gewerbe konkurrenzieren, aber weil wir ja eigentlich auch die Ersatzteile so nicht haben, müssen wir natürlich dann das via Fachhandel oder eben via Internet probieren, etwas zu organisieren. Und dann muss sich der Kunde überlegen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis oder respektive der Preis, den er zahlt, ist ihm das wert oder gibt es halt dann fast für den Preis ein neues Gerät? Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn man so ältere, so ältere Sachen dann halt auch probiert zu reparieren. Aber die Herausforderung für uns ist rum und das Dazulernen, das geht ja heute das ganze Leben lang. Eben, da muss man es ehrlich sagen, es ist nach um 10 Uhr eingekommen, das heisst mit anderen Worten, ist natürlich auch die Zeit sehr, sehr kurz. Also für eine Beratung, wie du gesagt hast, aber um jetzt wirklich flicken, wenn man nicht gerade ein Schwein hat, natürlich schwierig, oder? Ja, das ist so. Wir wissen relativ schnell einmal, wo das Problem etwa liegt, oder? Und wir haben natürlich ein relativ kleines Zeitfenster, um es zu reparieren und probieren dann eigentlich ja, mit einer pragmatischen Lösung als Ziel kommen oder eben am Kunden via Fachhandel dann zu helfen. Oder? Aber da ist es hier noch ein bisschen tricky, der Akku zwei Drittel geladen und es tut jetzt, macht keinen Wank. Gell? Ja, also, und jetzt das herausfinden, eben, weil das sind dann teilweise auch hochelektronische Geräte mit Sensoren und allem Möglichen. Und das ist natürlich dann nicht ganz einfach, das so relativ schnell zu eruieren, wo jetzt da das Problem ist. Sensoren, Dioden, Platinen und das alles ohne Schema, eine riesige Tüftlerei. Also wirklich erstaunlich, wie die Leute hier das angehen, mit welchem Füssacker, mit welchem Engagement und auch was sie herkriegen. Schau mal, zum Beispiel das Zifferblatt ist bereits weg und da geht es zum Federn austauschen. Wie erstaunt war. Wie bist du so schnell darauf gekommen, wie man überhaupt das Zifferblatt dann alles wegnimmt? Ja gut. Schäubli dran. Wenn du über 40 Jahre Mech bist, dann siehst du diese Sachen. Und dann hast du etwas eine Fehlerquelle gefunden? Nein, also hier nach Blatt, nach Fehlerblatt ist die Antriebsfeder kaputt. Aber es hat noch eine zweite Feder drin vom Schlagwerk. Weil das Schlagwerk braucht er anscheinend nicht. Jetzt probierst du die zu wechseln. Jetzt probieren wir da, dass wir da schön dazukommen. Mechanik links, Elektronik rechts. Bei beiden braucht es sehr, sehr viel Geduld und eben auch Können. Es täuscht. Der Teufel, wie ihr wisst, liegt ja im Detail, auch hier beim Federwechsel. Da muss man jetzt aufpassen, gell? Wenn du jetzt den Fallschirm öffnest, dann ist das genau, so. Dann fliegt er alles um die Ohren. Genau. Das ist ja so. Was ist da kaputt? Der Schalter ist kaputt, sagt er da, wenn er da manchmal geht und dann wieder nichts, dann muss er da ein bisschen klüttern und dann geht es. Wahrscheinlich hat er da einen Wackelkontakt, man merkt es auch da in diesem Redliner da. Hoi! Und so ist ein Gegenstand nach dem anderen hier eingetrudelt. Trotz dem schlechten Wetter sind ein Haufen Leute hergekommen, ein Haufen Gegenstände sind gekommen, ganz unterschiedlicher Art und auch unterschiedlicher Problematik. Reparieren statt wegwerfen heisst, ja, man könnte vielleicht auch sagen, gesellig zusammen sein oder sich für etwas interessieren, statt einfach daheim rumhocken. Weitere Gelegenheiten gibt es ja bei der Reparaturbörse im ganzen Land dann eben in diesem Jahr noch einige, insgesamt noch 9 Mal, wenn es gut kommt, trotz Corona. Ja, könnt doch einfach her, probiert es, dann wisst ihr selber, wie es geht.